Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Dark Souls Prepare to Die. Und so wie es aussieht, läuft alles? Ja, läuft anscheinend alles. Ich will nur mal was gucken hier. Pop, pop, pop. Hier läuft auch und hier läuft alles. Läuft super. Man sieht mich nicht. Man sieht mich nicht. Jetzt bin ich ein bisschen näher ran. Reicht. Jetzt müssen wir meine Fresse noch näher betrachten. wahrscheinlich zur letzten Folge Dark Souls Prepare to Die, weil ich jetzt fast fertig bin. Und da wollte ich euch nochmal dazu holen. Und deswegen drücken wir jetzt Start. Spiel an. Und ich bin jetzt Stufe 106. 108 Stunden bin ich jetzt dran. Okay. Und ich habe nochmal ordentlich Seelen gefarmt. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe, hoppala, alle kleinen Seelen, die ich hatte, habe ich verbraucht jetzt. Alles gesammelt, getan und gemacht, um mich nochmal ein bisschen aufzumöbeln. Weil ich nicht weiß, wie es im MG Plus jetzt aussieht, ob ich wirklich alles behalten werde oder ob ich jetzt auch einiges verlieren werde. Nee, ich starte mich noch ein bisschen, dass es jedes Mal alles dunkel wird. Übrigens, mein Bart wächst langsam. Nur hier oben dauert es ja Ewigkeiten, bis das nachwächst. Ja, und das Video dazu, das habe ich jetzt weggeschmissen, weil ich kann es ja nicht fertig machen. Ja. Das da, soweit. Ich bin jetzt hier kurz davor, habe mich von den Kollegen hier runtergeschmissen, habe auch einiges verkauft, wovon ich doppelt und dreifach hatte und hast nie gesehen, auch die unnötigsten Sachen habe ich alles wirklich verkauft, um noch ein paar Seelen zu haben. Ich muss ein bisschen, da habe ich noch 1085 Stats, können wir uns ja mal gerade angucken, was ich jetzt so habe. Man sieht es ja hier 30, 10, 42, 55, 22, man sieht also, in welche Richtung es sich jetzt wirklich bewegt hat. Ich kann selber eigentlich gar nichts sehen. Und deswegen muss ich jetzt mal das gerade wieder ein bisschen anders stellen hier. Ja. Das nervt. Ich will so ein bisschen runter. Ah, okay, dann lassen wir so. Und wir werden gemeinsam jetzt da reingehen. Uns das mal angucken. Was genau so da drin so abgeht und hast nicht gesehen. Ja, das nochmal ganz gerne zeigen. Ich habe halt die Schlüssel. 1, 2, 3, 4. Fürstenseelen-Scherbe nur. Keine Ahnung, warum das eine Scherbe ist. Und eine Chaosglut habe ich ja auch noch. Keine Ahnung, wo ich die abgeben muss. Das dazu. Ich habe alle Zwischengegner, habe ich jetzt platt gemacht. Wirklich jeden einzelnen. Weil ich das muss man sagen, ich spiele das jetzt zum ersten Mal jetzt durch. Achso, man sieht es jetzt hier, hat sich wieder komplett geändert. Ich habe jetzt hier die Riesenrüstung an, Havels Schild. Warum ich das auf plus 5 gemacht habe, das interessiert eigentlich keine Sau, aus dem einfachen Grund, weil es, ja, es wird eh nicht besser, die Verteidigung und sowas. Deswegen weiß man gar nicht, warum man das auf 5 hochgepusht hat. Ist ja jetzt auch weitgehend egal. Ich will mal gerade hier ein bisschen nochmal ausrüsten, die richtige Angelegenheiten. Den Drachenzahn habe ich auch jetzt plus 5 gemacht, das habe ich mal gefahren. Das ist die beste Strength-Waffe, die man dazu haben kann. Soweit ich das jetzt herausgefunden habe, von allen Strength-Waffen, die ich ausprobiert habe. Und ja, ich werde mit euch jetzt gemeinsam da reingehen, einen Durchlauf machen.
Und ich weiß, was dahinter mich erwartet. Und wenn ich das Erwünschte nicht bekommen habe, was ich erwarte, werde ich das farmen gehen. Das werde ich aber dann weitgehend ohne euch machen. Und dann werden wir Lord Gwyn herausfordern. Also, am Herrschergefäß rasten. Hier haben wir immer die Möglichkeit, alles zu machen, aber wir werden Herrschergefäß Seelen darbieten. Es ist vollbracht. Es ist geöffnet. Und ich habe mich aus Versehen gespoilert. Aus Versehen habe ich mich gespoilert. Ah. Oh. The Lord Vessel is satiated. Magnificent. You are the righteous successor to Gwyn. The new great Lord. And I am King Seeker no more. Your acquaintance was an honor. I must admit, I am fond of you humans. May you enjoy serendipity and may the age of fire perpetuate. Okay, was auch immer. Wir haben am Ende zwei Möglichkeiten, die böse und die gute Variante. Die gute ist, wir entfachen das Feuer und beginnen ein neues Zeitalter. Die böse ist, wir lassen alles so, wie es ist und lassen es draufgehen. Alles drum und dran. Und Lord Gwyn ist mit den schwarzen Rittern aufgekreuzt. Warum wir jetzt hier schwarze Ritter sehen, das sind die, soweit ich es mitbekommen habe, nicht ja, entweder nicht mit wollten, also nicht dem Zorn unterfallen wollten und deswegen irgendwie jetzt irgendwas anderes. Das sind die, die es nicht geschafft haben. Die entweder nicht mehr wollten oder nicht mehr konnten. Also das sind jetzt hier die Seelen, die jetzt die ganze Zeit hier umher wandern. Aber es werden sich hier noch genug finden lassen. Ich frag mich, was das für eine Zwischenwelt ist, ey. Weil von außen siehst du das ja nicht gerade, dass es hier nochmal offen ist. Ich habe auch das DLC gespielt und dieses Mauerwerk erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses DLC. Also Prepare to Die habe ich also auch schon durchgespielt. War nicht so geil, dass du in die Vergangenheit... Also für mich war das, als wenn du in die Vergangenheit gereist wärst, einfach nur. Und da hinten haben wir einen der ersten. Wir gucken uns noch mal so ein bisschen um. Ob sich hier vielleicht irgendwas... Was ist das hier? Asche? Das ist ja Lord Gwyn, ist ja mit diesem Feuer. Das Herrschergefäß ist ja das erste Feuer gewesen. Aber ich frage mich, weil Lord Gwyn soll ja anscheinend nicht der... Oberboss gewesen sein, sondern mit den anderen zusammen, mit Naito und den Chaos-Hexen zusammengekommen sein. Warum muss jetzt unbedingt alle zusammengesucht werden, damit wir ihn jetzt da besiegen können? Des Weiteren herrscht anscheinend ein starker Gegenwind. Wenn ja alles in diese Richtung hier... Mein lieber Scholli. Mal gucken, ob wir uns mit den... Bitches. Alter, was war das denn jetzt? Von ihm will ich was ganz Bestimmtes haben. Und da haben wir schon, das Schwarzritter Großschwert. Das wollte ich doch haben.
Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, Alter. Was natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr gebrauchen ist, weil ich muss bedenken, ich bin ja die ganze Zeit nur mit dem Schwarzritter helle Bade rumgelaufen. Was einfach die beste Waffe war, die hat am meisten Schaden gemacht. Und wir haben auch schon das Schwarzritter Großalz hatten wir gehabt, das habe ich auch mal auf plus 5 gemacht, hat aber nicht wesentlich mehr Damage verursacht. Und jetzt haben wir Schwarzritter Großschwert. +120. Hoppala. Zack, zack, zack. Zack. Beeindruckend. Werde ich ja später herausfinden, was es im Endeffekt alles kann. Wenn ich es hochgepusht habe, aber ich möchte ja jetzt mit euch nicht hochpushen. Gut, dann brauchen wir ja gar nicht mal so extrem weiter zu farmen. Dann haben wir ja alle Schwarzritterwaffen zusammen. Zwei im regulären Durchlauf und einen jetzt sozusagen hier. Ich sollte eine Waffe ausrüsten. Und mir hat das nicht ganz geklappt jetzt, was ich vorhatte. Roter Brocken. Also bei ihm war es gerade ein Drachentöterschwert oder so. Es sah aus wie das Drachentöterschwert. Nicht wie das reguläre Großschwert, Schwarzritter Großschwert. Dann wollen wir mal schauen. Wo geht's hier lang? Nicht wesentlich weiter. Man ist aber schon ein bisschen ehrfürchtig gegenüber das Spiel geworden. Man hat alles zu. Als man sie alles auf sich genommen hat, um das zu schaffen, um hier hinzukommen, um die Fürsten zu besiegen. Und am Ende steht man jetzt kurz davor, den Grund des Spiels zu besiegen. Ist er auch böse oder. Das ist immer noch die Frage, die ich mir stelle. Warum alles in der Welt sind alle da, um ihn zu verteidigen? Dass ich sie irgendwie alle zu eigen gemacht habe plötzlich. Ja, weg mit dir jetzt. Grauer Brocken. Und hier haben wir mit einer der begehrtesten Rüstungen liegen. Helm Schwarzer Ritter, Rüstung Schwarzer Ritter, Stulpen Schwarzer Ritter und Gamschen Schwarzer Ritter. Kann ich auch mal kurz zeigen. Ah, ich habe mir aus dem Helm von Artorias hier geholt. Ich weiß nicht, warum die so schwach ist eigentlich im Endeffekt, weil Ornstein alleine schon wesentlich besser. Verstehe ich einfach nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Wo haben wir sie denn jetzt? Da haben wir doch. Schwarzer Ritter. Ich finde das Spiel an sich so geil. Ich weiß, dass Dark Souls 2 schon draußen ist, aber ich will jetzt Dark Souls 1 nochmal in NG Plus spielen und einen neuen Charakter machen, womit ich auf Dex spiele. Also wo ich dann als Geschwindigkeitsfreak dann durch die Gegend hüppe. Und da könnten mir Rüstungen wie Artorias, Artorias Rüstung und Schwarze Ritterrüstung könnten mir da auf jeden Fall schon behilflich sein mit. Und Ornstein-Rüstung auf jeden Fall. Das ist die Rüstung. Ja,
von den Werten her eigentlich nicht schlecht. Aber nichts, was ich jetzt im Endeffekt benutzen werde für den letzten Kampf. Ach so. Das kann ich weglassen. Da kann ich wieder Havels Ring, obwohl ich Havels Ring an sich nicht mehr brauche. Für Fat Roll mindestens. Da wollen wir uns noch mal ein bisschen aufpushen. Von da hinten kommen wir. Die Rüstung haben wir uns geholt. Voilà, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Soweit ich weiß, wenn du das gute Ende machst, dann soll ein neues Zeitalter beginnen und du kannst das NG Plus halt spielen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du das böse machst. Also wenn du alles einfach so lässt, wie es ist. Weiß ich nicht, ob du dann auch NG Plus spielen kannst oder nicht. Du wandelst hier durch Geschichte durch. Das ist der Grund, warum all die Strapazen auf dich genommen hast. Bam, hat er mich erwischt, ey. Wir sollten hier mal aus der Ecke ein bisschen raus. Die Waffen von denen hier sind ein bisschen größer als die normalen, die man halt so im Spiel gefunden hat von den Schwarzen Rittern. Aus dem einfachen Grund, weil das hier die mit die Drachentöter waren. Und deren Waffen waren darauf angelegt, oder diese Waffen sind darauf angelegt, um halt die Drachen zu töten. Deswegen sind sie ein bisschen langsamer, aber ein bisschen größer als die normalen. Boom! Boom! Knie nieder vor deinem Meister. Schatzritter Labade, nochmal. Und hier haben wir das Nebelgate. Ach, man fühlt sich so ein bisschen komisch, zu wissen, dass das Spiel gleich vorbei ist. Du musst jetzt nur noch durch diesen Nebel schreiten und Lord Gwyn besiegen. Dann ist es vorbei. Dann hast du es in dann hast du die Wahl, die Welt in Unheil zu stürzen oder halt zu befreien. Und ich frage mich, wenn ich sie befreie, werden dann alle Höhlen wieder zu normalen Menschen, werden sie wieder zurück zu den Lebenden gebracht oder kommen sie nach Anor Londo, wo sie in der Stadt leben? Und ich möchte sie eigentlich auch gar nicht zerstören, weil du hast diese Welt lieben gelernt. Du hast gesehen, was für Monstrositäten da rumlaufen, was für Monster und was für Gestalten, und du hast einfach lieben gelernt, du hast sie kennengelernt, du hast darin gelebt. Du hast einfach wahrgenommen. Und das jetzt. Und ich möchte sie halt auch gerne an sich retten. Weil ich einfach wissen möchte, wie sie aussieht, wenn, wenn sie wieder frei ist, weißt du? Und ich sag mal so, als für sowas hier, oder was wir gesehen haben, sowas willst du nicht regieren. Was willst du da großartig regieren? Die ganzen Dämonen tun, was sie wollen. Das regierst du nicht. Okay, lang genug geschwafelt. Durchschreiten wir den Nebel. Lord Gwyn! Ja, meine Wörtchen zu reden. Verdammt, siehst du scheiße aus. Oh, Alter! Boom, Bitches. Mein Schwert ist auf jeden Fall mega lang. Ich frag mich, was das für ein Schwert überhaupt ist, ey. Oh, fuck. Alter, tut uns ja so gut wie gar nichts an, Alter. Okay, nicht so übermütig werden. Lass mal was trinken schnell. Oh, er hat uns gepackt. Boom. Jetzt zeigt er, warum er der Aschenkönig ist.
Oh, verdammt schon wieder. Diese Schwein. Was war ich denn da? Alter, wie groß ist das Schwert denn bitte schon, wenn er sauer ist? Wo ist das Schwein? Boah, das interessiert ihn aber auch nicht. Verdammte Hacke. Okay, ich war ein bisschen gerade zu voll, wie es so aussieht. Das war knapp. Ich will mich nicht zu weit von der Mitte entfernen. Nochmal nutzen. Oh, steht gerade noch rechtzeitig nach oben geholt. Oh, dann macht er zweimal den Packgriff hier oder was? Not in Combat, Digga. Oh, ist das mies, Digga. Alter, mieses Schwein. Kleines, dreckiges, mieses, dummes Mistschwein. Hör auf jetzt. Und tschüss! Es reicht, Gott gewinnt. Ruhe in Frieden. Und wir werden jetzt das Leuchtfeuer entzünden. Das letzte Leuchtfeuer. Wir werden zum neuen Aschenfürsten. Möge das neue Zeitalter des Feuers entstehen und Frieden in diese Welt bringen. Auf dass die Toten wieder einen Ort haben, an dem sie Zuflucht finden. Das Band des Feuers. Und hiermit haben wir das Ende von Dark Souls. Und auch gleichzeitig die Credits für dieses sagenhafte Spiel. Von dem ich sagen muss, dass ich mich sehr lange davor gedrückt habe, es zu spielen. Ich habe die ganzen Aussagen, die ich so bekommen habe, immer falsch interpretiert. Ich habe immer gedacht, boah, du hast jetzt wirklich, wenn du nur einmal stirbst, verlierst du all deine Rüstung, all deine Waffen und das ist mir echt zu blöd dann. Aber das war ein bisschen falsch rein interpretiert oder falsch ausgedrückt von anderen. Es ist ein astreines, geiles Spiel. Es ist mir wirklich an Herzen gegangen und ich habe die Figuren lieben gelernt, ich habe die Orte kennengelernt durch Tod, durch Versagen, durch Freude, durch Trauer, durch Hass, vor allem Hass ist ja sehr wichtig in diesem Spiel. Und als ich mir das nochmal gekauft habe, weil ich dann halt knaller durchgenommen von Edmund Denzel gesehen habe, also Game One, habe ich das dann halt auch, war ich ein bisschen angefixt dann, habe ich es mir geholt, Prepare to Die Edition halt, und also ich war am Anfang erst so ein bisschen, hing auch, ja, habe halt nicht so viel
gelernt in diesem Spiel halt, weil man halt ziemlich eingenommen ist durch die anderen Spiele, die es halt so gibt. Man versteht es halt sofort und man weiß halt immer sofort, was man machen muss und man kapiert es halt. Aber dieses Spiel schmeißt einfach alles auf den Haufen. Und das habe ich am Anfang nicht so ganz kapiert. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen es jetzt mal richtig. Dann hat es angefangen bei mir zu zünden. Und dann habe ich es gesuchtet und gesuchtet und gesuchtet. Hab die Welt kennengelernt, die Welt hat mich kennengelernt. Und am Ende haben wir super zusammen agiert, gelernt voneinander. Wie viele Leute bei so einem Spiel mitmachen. Das sind Hammer-Leute gewesen hier. Großen Respekt an die. Das ist einer der Gründe, warum ich mir Spiele lieber so kaufe. Im Laden. Ich sag mal, guck mal hier an, was da alles da dranhängt, ey. Naja. Und, es ist einfach ein richtig geiles Spiel. Die Geschichte an sich ist schwierig zu verstehen. Man kommt nicht so ganz hinterher, man muss sich viel durchwurschteln und gucken, was die anderen so reininterpretieren und das dann mit seinen Interpretationen zusammen verbinden und schauen, ob das irgendwie zusammenhängend ist. Und es ist einfach geiles Spiel. Der Raptor hat es auch angefangen, ja, beim Gegner sterbe ich dann, da habe ich keinen Bock mehr zu. Das ist so die falsche Einstellung. Es läuft ein Spiel durch die Lappen, das seinesgleichen sucht. Ich bin ja einer, der ziemlich viel aggressiv ist, auch beim Spielen halt, ne? Also mich kann man schnell auf die Palme bringen. Und dann bin ich einfach stinksauer. Hier, ja, bin ich auch irgendwo stinksauer. Aber hier weiß ich ganz, hier merke ich selber, dass ich derjenige bin, der dann schuld ist. Na gut, manchmal die Kollisionsabfragen sind manchmal nicht so ganz 1A, aber wenn ich zu blöd bin, jetzt da auszuweichen. Oder wenn ich mir selber sage, also ich möchte halt die Fat Roll haben, weil ich halt die dicken Rüstungen haben will, ja, dann bin ich selber schuld, dann habe ich die Fat Roll. Dann muss ich früher ausweichen. Weißt du, da bin ich halt schuld in der Art und Weise. Und das ist einfach geil. Und jetzt, wo die Credits halt dran vorbei sind, ich glaube, das sind nicht annähernd alle Figuren gewesen, die daran beteiligt waren, wirklich. Also, denk mal allein an die Pizzaboten, die ganze Zeit die Leute mit Futter hier versorgt haben. Und jetzt beginnt das Spiel von vorn. Automatisch. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Von wem werden sie zusammengetrieben? Frage ich mich auch die ganze Zeit immer. Von wem werden sie eigentlich zusammengetrieben und dort eingesperrt? Wie sind wir dorthin geraten? Wo hat man uns abgefangen in dieser Welt? Und ach, echt alles Fragen, wo du selber erstmal gucken musst, was stimmt davon eigentlich alles? Was ist davon alles wahr und was ist erlogen und wer ist dir gut gesonnen und ja. Hier hat alles angefangen. Da stehen wir nun. In unserer vollen Pracht. Eingesperrt. Mit so einer Ausrüstung. Wie um alles in der Welt ist das möglich gewesen? Leiche plündern, Kerkerzellen. Erstmal Randale hier. Kannst du nicht kaputt machen? Kann ich kaputt machen. Ich habe einen Eimer gefunden, den man nicht kaputt machen kann. Ein neues Secret. Ja, Leute, was soll ich jetzt noch großartig dazu sagen? Wir beenden das Ganze hier auch direkt wieder. Achso, hat er schon gespeichert? Ne, speichert er, okay. Beenden das hier.
Und ich werde jetzt gucken, ob ich jetzt einen neuen Charakter anfange, einen Dex-Charakter. Werde den natürlich auch gleichzeitig weiterspielen, weil ich natürlich wissen will, wie das alles im NG Plus ist. Das war ich. Und ja. Ich wollte halt immer nur so kleine Eindrücke von diesem Spiel zeigen, nie das wahre ganze Spiel. Weil ich es auch ein bisschen selber genießen wollte, auch nach einer Zeit. Ich wollte es ein bisschen selber für mich haben. Deswegen habe ich auch komplett den DLC alleine gespielt. Weil ich's einfach, ich wollte es genießen für mich selber. Ich wollte einfach mich zurücklehnen und dann einfach, ach ja. Dann wollen wir unseren Taten mal wieder nachgehen und so. Und ja, das ist jetzt ein Grund, warum ich das immer so einzeln gemacht habe. Dark Souls 2 steht auf der Agenda. Könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es ganz sehen wollt. Dann werde ich nämlich zwei Characters machen. Ich verfolge schon die ganze Zeit das knall durchgenommen von denen. Also ich kann mich an den Anfängen gar nicht mehr so ganz erinnern. Und wenn ihr wollt, werde ich zwei Characters machen. Einmal einen, mit dem ich aufnehme und euch zeige. Vielleicht ein Let's Play Together mit jemandem, da schauen wir mal. Und einmal, ficken. Ja, und einmal halt für mich alleine. Des Weiteren ist auch noch Destiny am überlegen. Das wollte ich ja mit dem Raptor wahrscheinlich dann immer mal wieder zusammenspielen, euch auch mal zeigen. Problem da nur, ich habe halt nicht das Geld jetzt so plötzlich, weil ja, ein bisschen was schief gelaufen ist. Wie es so ist im Leben. Und ja. Ich empfehle es euch. Ich hoffe, ihr habt euch das Spiel geholt, als es für Xbox Live Goldmitgliedschaft gratis war. Hoffentlich habt ihr es euch geholt. Den DLC. Also Download Content. Der DLC ist auch hammergeil, wie gesagt, du reist da in die Vergangenheit, so meines Erachtens nach, reist da in die Vergangenheit, bist da halt in diesem Finsterwurzwald und siehst halt alles vom Anfang her und triffst alte Bekannte und neue Freunde und ach, und dann bist du die ganze Zeit und ah, das ist schön. Das ist einfach wunderschön. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Diesmal ist eine relativ kurze Folge von 30 Minuten. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, für euer Interesse, für euer Mitfiebern, euer Mitspaß haben. Ich hoffe, ja, es hat euch wirklich so gefallen. Ansonsten schreibt alles in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder. Euer Skyline!